Als nächstes auf unserer Agenda haben wir in Bezug auf IT-Grundschutz das Thema Ablauf einer ISO 27001-Zertifizierung auf der Basis von IT-Grundschutz. Herr Wiemers hat ja vorhin schon erwähnt, dass das eben dann sozusagen auch der Nachweis für Externe ist, dass sie IT-Grundschutz umgesetzt haben, sich nach den Standards ausgerichtet und ein ISMS aufgebaut haben. Und hierfür haben wir Frau Reko und Herr Klein gewinnen können, dass sie Ihnen da mal einen Einblick vermitteln, wie das Ganze auch abläuft und wie die Vorgehensweise ist. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag, guten Morgen noch. Mein Name ist Jona Reko. Ich arbeite seit 11 Jahren im BSI und leite seit 6 Jahren die Zertifizierungsstelle für ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz. Die Zertifizierungsstelle besteht derzeit neben mir aus noch 2 weiteren Kollegen, die sich um die Zertifizierungsangelegenheiten kümmern. Und wir arbeiten eng zusammen mit den Kollegen aus der Prüfbegleitung. Und wir wollen Ihnen heute ein bisschen was dazu oder im Detail da mal einsteigen, wie so eine ISO 27001-Zertifizierung auf der Basis von IT-Grundschutz abläuft, sodass Sie sich darunter vielleicht auch was vorstellen können, den Prozess, was Sie beachten müssen. Genau. Mein Name ist Birger Klein. Ich bin im IT-Grundschutzreferat tätig und dort Teil der Zertifizierungsstelle, in dem wir die Aus- und Prüfbegleitung durchführen. Was es genau ist, werden wir später im Verlauf des Vortrags noch sehen und genau, dann viel Spaß mit dem Vortrag. Genau, vielleicht erstmal ein paar Zahlen und Fakten. Die Zertifizierungsstelle existiert seit 2002, also wir machen das jetzt über 20 Jahre, IT-Grundschutzzertifikate ausstellen. Da sind bislang 600 Zertifikate bei rumgekommen. Wir haben derzeit ungefähr 75 IT-Grundschutzauditoren, mit denen wir zusammenarbeiten und in den letzten Jahren leicht ansteigend, aber relativ stabil um die 140 aktuell gültige IT-Grundschutzzertifikate. Wer lässt sich auf solche Zertifizierungsverfahren ein? Das ist ziemlich genau 50-50 aus dem öffentlichen Sektor und auch aus Unternehmen aus dem Wirtschaftsbereich. Wer ist an so einer IT-Grundschutzzertifizierung beteiligt? Also eigentlich kann man das ganz gut in 3 Parteien aufteilen. Also in dem Moment, wo Sie fertig sind, da wo der Herr Wiemers aufgehört hat, fangen wir dann an, haben Sie es mit diesen 3 Rollen zu tun. Das sind einmal Sie, also der Antragsteller, der ein Zertifikat erhalten möchte. Dann gibt es das Audit-Team, das besteht aus in der Regel 1 bis 3 Auditoren, auch Audit-Teamleiter genannt. Also wir unterscheiden das. Also fachlich macht das keinen Unterschied. Audit-Teamleiter ist es dann natürlich, wenn es sich tatsächlich um ein Team handelt, ist eben ein Auditor hauptverantwortlich dann auch für die Erstellung des Auditberichts. Das ist dann der Audit-Teamleiter. Wenn es aber ein einzelner Auditor ist, der das Audit durchführt, wird er oft kurz als der Auditor bezeichnet. Also das ist das Team, genau. Die Liste der 75 IT-Grundschutzauditoren, die zertifiziert sind, finden Sie auch auf unserer BSI-Webseite. Da kann man auch schauen, wer da in der Nähe ist. Also sind alle gelistet. Genau, und natürlich haben Sie auch mit uns zu tun, der BSI-Zertifizierungsstelle. Ich zeige Ihnen jetzt mal auf der nächsten Folie, wie diese 3 Rollen zusammenspielen. Das ist ein Dreiklang. Als Antragsteller stellt man den Antrag beim BSI auf Zertifizierung. Das setzt natürlich voraus, dass man das ISMS umgesetzt hat und davon überzeugt ist, dass es jetzt auch den Reifegrad hat, dass eine Zertifizierung möglich ist.
dann man setzt sich als Antragsteller, sucht man sich aus dieser Liste von Auditoren jemanden aus, den man mit der Durchführung des Audits beauftragen möchte. Derjenige muss sich dann uns gegenüber erklären, dass er kein weiteres Interesse daran hat, mit Ihnen in einer Geschäftsbeziehung oder mit dem Antragsteller in einer Geschäftsbeziehung zu stehen. Das heißt, er muss seine Unabhängigkeit uns gegenüber nachweisen. Genau, wir prüfen den Antrag, die Unabhängigkeit des Auditors und stellen dem Antragsteller am Ende das Zertifikat aus. Also das ist jetzt mal die Übersicht, wie das Verfahren abläuft. Die einzelnen Schritte, auf die würde ich jetzt noch mal kurz im Detail eingehen. Genau, wie ich gesagt habe, Sie haben Ihr SMS aufgesetzt. Das muss den Reifegrad einer Standard- oder Kernabsicherung sein. In der Regel haben wir es mit einer Standardabsicherung zu tun. Derzeit stellen wir noch keine Zertifikate nach Basisabsicherung aus. Da hatte der Herr Wiemers ja darauf hingewiesen, dass es da die Testate gibt. Also wenn Sie eine Zertifizierung anstreben, muss Standard- oder Kernabsicherung umgesetzt sein. Ja, Sie benötigen alle nötigen die Referenzdokumente und dann gehen Sie im ersten Schritt so, oder der Antragsteller geht im ersten Schritt so vor, dass er sich den Auditor aussucht. Hier ist auch der Link zu dieser Liste, die ich eben angesprochen habe. Im Antrag müssen Sie schon angeben, wer Ihr Auditor ist oder Ihr Audit-Team. Und der Auditor kann parallel zu der Antragstellung direkt auch seine Unabhängigkeitserklärung an uns übermitteln. Dann prüfen wir Ihren Antrag und die Beschreibung, die Sie mitgeliefert haben, schauen uns das schon mal an, schauen uns die Unabhängigkeit des Auditors an und vergeben dann die ID. Hier ist ganz wichtig zu beachten, dass Sie erst mit der Auditierung beginnen dürfen, wenn die ID vergeben ist. Das ist auch für Sie oder für den Antragsteller eine Absicherung, weil in dem Moment, wo wir die ID vergeben, können wir schon sagen, also das könnte gut gehen, das Verfahren. Also wenn wir die ID nicht vergeben, also wenn wir da einen Showstopper identifizieren, könnte die Unabhängigkeit sein, könnte aber auch sein, dass wir schon sehen, dass irgendwas Grundsätzliches fehlt. Würden wir Ihnen das natürlich auch mitteilen, dann hätten Sie, bevor Sie Geld für Audits und Geld und Aufwände betreiben, dann nochmal die Möglichkeit, da nachzubessern. Also es ist sehr wichtig, dass man auf die Vergabe der ID wartet. Genau, dann stimmen Sie einen Zeitplan mit dem Auditor ab und übermitteln den Zeitplan. Und dann übermitteln Sie an den Auditor auch alle benötigten Referenzdokumente. Und der Auditor prüft dann zunächst die Unterlagen. Genau, und wenn die erste Phase, diese Unterlagenprüfung, abgeschlossen ist, dann kann ein Vorort oder wird das Vorort-Audit vorbereitet und kann dann erfolgen. Oder es wird halt um nochmal Nachbesserungen an der Stelle gebeten. Genau, vor Ort kommt es dann sehr auf den Informationsverbund drauf an, was genau geprüft wird. Also in der Regel sind das eben Interviews, Standortbegehungen, nochmal Dokumentensichtungen, die vor Ort durchgeführt werden. Und wenn das alles durchgelaufen ist, dann erstellt der Auditor oder der Audit-Teamleiter den Auditbericht und übermittelt das an das BSI. Je nachdem, wie der Informationsverbund aussieht und welcher Auditor da zuständig ist, kann der Auditor sich da auch noch zu jeder Zeit einen Fachexperten hinzuziehen. Das kann ein anderer Auditor sein, muss aber nicht. Aber wenn ein Fachexperte hinzugezogen wird, dann muss derjenige auch dem BSI gegenüber eine Unabhängigkeit erklären. Also das ist aber individuell. Und da vielleicht auch nochmal an dem Punkt, wenn da Fragen sind zu diesem Prozessablauf, das ist alles öffentlich dokumentiert bei uns auf der Seite. Ich gehe da auch gleich nochmal auf die Dokumente drauf ein. Aber Sie können auch jederzeit mit der Zertifizierungsstelle dazu Kontakt aufnehmen.
Genau, wenn Landes-BSI alle Unterlagen hat von dem Auditor, dann wird die Audit- und Prüfbegleitung sich den Auditbericht anschauen, kann Nachforderungen anstellen. Das läuft in der Regel über, also zwischen der Zertifizierungsstelle oder der Prüfbegleitung der Zertifizierungsstelle und dem Auditor direkt. Und das Ziel von dieser Prüfung ist eben, dass wir sicherstellen, dass die Qualität und der Umfang der Auditberichte in allen Verfahren eben vergleichbar ist. Jetzt gibt es hier noch die im Schnelldurchlauf die letzten 6 Schritte. Sobald alle Rückfragen beantwortet sind, wird der Auditbericht gegebenenfalls nochmal überarbeitet und nochmal vorgelegt, dann, wenn die Audit- und Prüfbegleitung dann zufrieden ist, dann teilt sie uns das als Zertifizierungsstelle mit und wir erhalten den Auditbericht und dann ist eigentlich der Hauptteil der Arbeit getan und in den nächsten Schritten sehen Sie jetzt auch, dass Sie hier es mit einer Behörde zu tun haben. Ich hatte schon eingangs gesagt, Sie müssen als Antragsteller einen Antrag bei uns stellen. Also es handelt sich hier um Verwaltungsakten, Antragsbescheidsverfahren. Das heißt, wir erstellen dann Zertifizierungsunterlagen als Entwürfe und übermitteln die dem Antragsteller und der Antragsteller kann eben die Zertifikate und Reporte prüfen und gegebenenfalls also das ist eine Anhörung, also die wir durchführen müssen, weil wir eben in so einem Verwaltungsverfahren sind. Und die Anhörung dient aber auch nochmal als QS, also Klassiker ist, da ist nochmal in der Adresse ein Fehler, die falsche Hausnummer oder was auch immer. Oder man möchte doch nochmal irgendwo was editorisch geändert haben oder sonst was, dann kann uns das gerne mitgeteilt werden. Das können wir dann nochmal abändern. Genau, und wenn dann alles grünes Licht vom Antragsteller kommt, dass das alles so passt, dann werden die finalen Unterlagen erstellt und das Zertifikat und Report wird zusammen mit einem Bescheid an den Antragsteller versandt und der Antragsteller hat dann 14 Tage Zeit, dagegen Widerspruch einzulegen, wenn er nicht möchte, dass das Zertifikat erteilt wird. Wenn da kein Widerspruch kommt oder man kann es auch abkürzen, indem man aktiv auf den Widerspruch verzichtet, dann ist das Zertifikat dann auch für 3 Jahre gültig. Genau, dieser gesamte Ablauf und weitere Details sind in den hier aufgeführten Dokumenten zu finden. Das ist zum einen das Auditierungsschema, das sich vorwiegend an Auditoren richtet, wie vorgegangen werden soll. Wir empfehlen aber auch allen unseren Antragstellern, sich dieses Dokument ebenfalls anzuschauen, insbesondere bevor das Audit losgeht. Zum einen, um sich selber so ein bisschen einzustimmen, was passiert da genau bei einem Audit, was habe ich zu erwarten und auch gut vorbereitet zu sein, sodass das Audit auch wirklich effizient durchgeführt werden kann. In dem Zertifizierungsschema sind nochmal die einzelnen Schritte aufgeführt, also ein bisschen ausführlicher als das, wie es jetzt auf den Folien steht, sodass man da nochmal nachschlagen kann, wie es geht. Und dann gibt es noch die Unterlagen der Personenzertifizierung, das Programm Auditoren, Audit-Teamleiter, wo beschrieben ist, wie man IT-Grundschutzauditor werden kann, welche Anforderungen da zu erfüllen sind, genau, welche Qualifikationen man braucht und wie der Ablauf da ist. Also das sind die 3 Unterlagendokumente, die man in der Zertifizierung berücksichtigen sollte. Genau, soweit jetzt erstmal grob zum Ablaufplan. Dann würde ich an den Herrn Klein übergeben, der nochmal auf die Planung sozusagen eingeht. Dankeschön. Genau, kommen wir jetzt zu den Zertifizierungsarten.
Wir machen das dann nicht anders wie bei anderen Zertifizierungen nach QM oder ISO 27001 Native. Bei uns gibt es quasi eine Erstzertifizierung. Das heißt, wenn ich mich erstmalig nach IT-Grundschutz zertifizieren lasse, ist das eine Erstzertifizierung. Da ist es halt so typischerweise, dass man 2 Monate bevor das Audit starten sollte, sollte man schon mal den Antrag einreichen, die Unabhängigkeitserklärung von den Auditoren. 2 Monate deshalb, um einfach sicherzugehen, wenn wir Rückfragen haben, das kann bei einer Erstzertifizierung ja durchaus passieren, dass da noch genug Puffer ist und dieser Zeitplan, den Sie haben, da nicht verletzt wird. Dann läuft halt, beginnt das Audit, das beginnt mit der Übergabe der Referenzdokumente. Der Auditor macht erstmal eine Dokumentenprüfung. Wenn die soweit positiv verlaufen ist, wird in die zweite Phase das Vor-Ort-Audit eingestiegen. Dann macht er das Vor-Ort-Audit, schreibt den Auditbericht und übermittelt den dann an die Zertifizierungsstelle des BSIs. Und dort beginnen wir dann mit unserer, wir nennen das immer so Kommentierungsphase. Die kann mal je nach Komplexität und wie viele Rückfragen wir haben, ein bisschen länger dauern. Sie kann auch mal schneller gehen, kann aber durchaus so 2-3 Monate beanspruchen. Und danach, wenn dann quasi die Freigabe des Verfahrens erteilt wird, kommt, wie die Frau Rico gerade beschrieben hat, wird der Entwurf des Zertifikats ausgestellt. Sie können nochmal drüber gucken und am Ende kommt die Zertifikatserteilung. Was gibt es dann noch für Zertifizierungsarten? Das Zertifikat ist 3 Jahre gültig, ist auch so ein Klassiker, kennt man. Und jeweils im ersten und zweiten Jahr nach Zertifikatserteilung findet ein sogenanntes Überwachungsaudit statt. Das ist Teil der Zertifizierung, das heißt, da ist kein neuer Antrag für notwendig. Der Auditor muss nur noch mal eine aktuelle Unabhängigkeitserklärung einreichen. Hier ist es jetzt so, dass Sie ein paar Fristen haben, die zu beachten sind, dass Sie quasi 4 Monate vorher mit dem Audit anfangen dürfen, nicht früher. Sie haben dann eine bestimmte Frist, wo der Auditbericht dann eingereicht werden muss. Dann werden wir den entsprechend wieder prüfen, gegebenenfalls kommentieren. Da kann es passieren unter Umständen, Urlaubszeit, Krankheitszeit. Es gibt viele Rückfragen, dass wir so diese 2 Monate, die wir da eigentlich für anpeilen, vielleicht nicht schaffen. Das ist aber erstmal nicht schädlich, weil solange fristgerecht das Audit da stattgefunden hat, ist das alles in Ordnung. Und wenn da der Auditbericht quasi abgenommen, freigegeben wurde, kriegen Sie da auch nochmal einen Bescheid, dass das Überwachungsaudit erfolgreich absolviert wurde. Da gibt es dann kein Zertifikat, weil das Zertifikat ist ja 3 Jahre gültig. Da gibt es dann aber einen Bescheid, dass Sie das Überwachungsaudit erfolgreich absolviert haben. Das ist, wie gesagt, nach 1 Jahr nach Zertifikaterteilung und 2 Jahre. Und wenn Sie dann sich so diesen 3 Jahren nähern, wo Ihr Zertifikat dann quasi ausläuft, dann haben Sie hoffentlich den Wunsch, das Zertifikat zu verlängern. Dann ist eine Rezertifizierung, so nennen wir das dann, fällig. Die Rezertifizierung ist vom Scope und vom Audit selber nichts anderes wie bei der Erstzertifizierung, nur halt der Verbund ist ja schon bekannt und da gibt es halt so Fristen, die idealerweise zu beachten sind, wenn Sie so eine lückenlose Zertifizierung möchten. Das heißt, Ihr Zertifikat läuft zum Stichtag aus. Wenn Sie dann genau nahtlos das neue Zertifikat haben wollen, dann macht es Sinn, diese Fristen hier einzureichen, dass man auch wieder vor 4 Monate vorher anfängt, um dann idealerweise so eine Punktlandung zu machen und so eine lückenlose Zertifizierung zu haben. Wenn die lückenlose Zertifizierung nicht unbedingt erforderlich ist, wir lassen, glaube ich, bis zum halben Jahr, also das alte Zertifikat ist ausgelaufen und bis zum halben Jahr in der Zukunft kann man noch eine Rezertifizierung machen. Ansonsten würden wir das quasi wieder als Erstzertifizierung werten. Wie gesagt, inhaltlich vom Scope von Doing macht das keinen Unterschied. Es gibt einen kleinen Unterschied, der kommt nämlich auf der nächsten Seite. Das sind die Kosten. Die Kosten, ne, wir sind eine Behörde, es gibt halt vom BMI eine Gebührenverordnung und da wurden mal diese Gebühren für festgelegt. Die sind bei einer Erstzertifizierung 2.978 Euro und für eine Rezertifizierung 2.658 Euro. Rezertifizierung war im Prinzip was günstiger, weil der Verbund ja bekannt ist und da gegebenenfalls weniger Prüfaufwände vorliegen.
diese Gebühren, die in das BSI zu entrichten sind für die Zertifizierung, sind halt bei Antragstellung zu entrichten. Das heißt, einmal in 3 Jahren. Jetzt nicht jedes Jahr zu dem Überwachungsaudit, sondern nur für den Antrag, den ich hier einmal stelle. Dann bekomme ich das Zertifikat, das ist 3 Jahre gültig. Was Sie als jemand, der sich zertifizieren lässt, natürlich noch dann quasi on top rechnen müssen, sind die Kosten für den Auditor, den Sie beauftragen für das Audit. Aber da sind wir quasi als BSI erstmal so außen vor. Da haben Sie ja die Liste der Auditoren, wo Sie sich einen aussuchen können oder mehrere anfragen können und dann entsprechend eine Beauftragung durchführen können. Soweit zu diesem formellen Rahmen. Ganz interessant, das wird heute auch nochmal aus mehreren anderen Blickwinkeln beleuchtet, so aus Sicht der Zertifizierungsstelle, was wir so mitbekommen haben, unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben, was gibt es für Hinweise und Fallstricke bei der Zertifizierung, die man vielleicht einfach vermeiden kann. Wir werden Ähnliches nachher noch aus Auditorensicht hören und aus Kundensicht. Was uns halt da durchaus aufgefallen ist, hier und da gibt es auch schon mal so eine vorschnelle Zertifizierung, haben wir das mal genannt. Das kann durchaus Gründe haben, weil irgendjemand beschlossen hat, hier müsst bis zu dem Stichtag eine Zertifizierung haben. Ist dann immer nicht so sinnvoll unbedingt, weil ich meine, das klang heute auch schon mal an, klingt auch mal so ein bisschen witzig, aber um mich zertifizieren zu lassen, nach IT-Grundschutz sollte ich IT-Grundschutz umgesetzt haben. Klingt banal. Es gab Fälle, da war das nicht der Fall. Da gab es dann auch kein Zertifikat erstmal. Das andere ist so, Grundschutz einführen ist, glaube ich, ja, durchaus, ich führe ein ISMS an, ein Managementsystem, das sind Prozesse. Das ist ja nicht so, komm, wir führen das ein, hier sind die Regelungen, lest euch mal durch und morgen ist das alles gelebt und fertig. Das braucht ja seine Zeit. Das heißt, ISMS einführen, mit den Prozessen starten, vielleicht mal so ein PDCA-Zyklus durchlaufen zu haben, so 1-2 Jahre, dass sich der Prozess ein bisschen eingeschwungen hat, ist nicht von Nachteil für eine Zertifizierung. Wie gesagt, es geht auch ein bisschen schneller vielleicht, wenn es sein muss, aber wenn man die Wahl hat, macht das halt Sinn, dass man in der Tat so ein bisschen auch sagen kann, okay, die Prozesse sind schon mal in Anfängen gelebt. Der Rest kommt dann ja mit der kontinuierlichen Verbesserung. Der nächste Punkt, den wir auch schon mal häufig antreffen, da ist es jetzt egal, ob ich Grundschutz umsetze oder mich zertifizieren lasse, das würde für beides treffen, dass ich einfach den Untersuchungsgegenstand, den Informationsfonds zu groß wähle. Gerade wenn ich jetzt sage, ich will mich zertifizieren lassen und ich mache Grundschutz, das ist eh schon viel Arbeit und wenn ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, klein starten. Lieber sagen, ich picke mir jetzt einen wichtigen Bereich aus, da fange ich mal an, da setze ich mal Grundschutz um, da lasse ich mich zertifizieren, da komme ich besser und eher zum Ziel, kann die Erfahrung sammeln, bevor ich dann später vielleicht nach 1-2 Jahren dann quasi weitere Teile meiner Institution mit Grundschutz absichere. Also das ist halt ganz wichtig, weil sonst kann es durchaus passieren, dass man sich einfach verzettelt oder halt ganz viel Beratungsleistung einkaufen muss und dann habe ich nachher zwar ganz viele Konzepte und weiß, was ich tun muss, aber ich habe es halt irgendwie nicht gelebt. Das heißt, es muss ja auch mal so Schritt und Schritt mit der Organisation einhergehen. Das nächste ist, wir als BSI, die zertifizieren, genauso wie die Auditoren, die das Audit machen, dürfen logischerweise nicht beraten, weil ne, man kann nicht selber das prüfen, was man beraten hat an der Stelle. Aber wir vom BSI beißen auch nicht und im Zertifizierungsprozess, das ist also auch so in anderen Zertifizierungsbereichen üblich, gibt es die Möglichkeit des Informationsgespräches. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Unklarheiten haben oder einen sehr komplizierten Informationsverbund-Fall haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Heutzutage kann man ja auch durch Videokonferenzlösungen sehr, sehr schnell und einfach ohne Reisen Meetings an der Stelle planen und schildern Sie sich Ihre Herausforderungen und dann können wir gucken, wie wir eine Lösung finden. Wie gesagt, wir dürfen da nicht beraten. Wir können Ihnen da nicht sagen, ja, machen Sie das vielleicht so oder so, aber Sie können uns vorstellen, wie Sie das Problem angehen wollen. Wir können sagen, ja, das ist konform, das wird so passen oder nicht. Das heißt, da in Kommunikation bleiben. Der nächste Punkt ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung. Wir haben es mal so unzureichende Erfahrung, das nicht vom BSI zertifizierten Beraters genannt, ist nicht böse gemeint, aber es ist klar, wenn Sie sich zertifizieren lassen oder IT-Grundschutz umsetzen und Unterstützung haben möchten, sich einkaufen dafür, dann ist logischerweise die Erwartung, dass da Leute kommen, die wissen, was sie tun.
Und in der Praxis merken wir halt hier und da, das ist nicht immer der Fall. Ich will das jetzt nicht als Allheilmittel verkaufen, aber wir haben ja extra diesen BSI-zertifizierten IT-Grundschutzberater geschaffen, um da so ein Qualitätssiegel zu schaffen. Da wird eine Prüfung im BSI abgelegt. Da sollte man schon davon ausgehen, dass die Damen und Herren, die den BSI-IT-Grundschutzberater haben, dann auch durchaus wissen, was sie tun. Das heißt nicht, dass die, die das nicht haben, vielleicht schlecht sind oder es nicht können, aber irgendwie muss man ja als Anwender eine Möglichkeit haben, wie suche ich mir jetzt aus dem Angebot was aus, woher weiß ich, dass der oder diejenige wirklich das leistet, was sie leisten sollte. Weil das kann durchaus auch schon mal zu Problemen führen, gerade in der Zertifizierung. Das andere ganz, ganz Wichtige, es wird immer gerne so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber es gibt gerade bei der Erstzertifizierung gibt es die Möglichkeit eines Vor-Audits. Das ist halt, wenn Sie sich zertifizieren lassen möchten, stellen Sie einen Antrag und da können Sie das angeben, ja, ich möchte ein Vor-Audit machen. Was ist das? Dann kommt der Auditor Ihrer Wahl schon mal zu Ihnen und macht so ein kleines Mini-Audit, sage ich mal. Das kann man durchaus zeitlich auch irgendwie so ein paar Monate oder ein halbes Jahr vor dem richtigen Audit setzen. Und wenn der Auditor da sagt, so hier, super, super, da musst du mal gucken, dann haben sie noch ein bisschen Zeit, danach zu bessern, um dann die Chance zu haben, bei dem richtigen Audit auch gut durchzukommen. Von daher, das ist eine gute Chance, die man nutzen kann. Gibt es nur bei der Erstzertifizierung, weil wenn sie einmal zertifiziert sind, macht es danach eigentlich keinen Sinn mehr, weil dann hatten sie ja schon ein Zertifikat. Es sei denn, Sie haben sehr große Veränderungen im Informationsverbund, haben nochmal alles auf links gekrempelt und ganz viele neue Systeme, Räume, Gebäude, dann kann man sowas auch nochmal machen. Wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, ein Angebot kann man nutzen. Ein anderer wichtiger Punkt ist, der betrifft sowohl uns als auch die Auditoren. Also ich glaube, ich kann für unsere Auditoren sprechen, als auch für uns, wir beißen nicht. Man kann mit uns reden, man kann uns kontaktieren. Erhalten Sie die Kommunikation aufrecht. Also wir hatten letztens wieder einen Fall, da hatte eine zertifizierte Institution gemerkt, dass sie ein Problem hatte, war in der Zertifizierung und hat dann dachte so, komm, vielleicht fällt es im Audit ja nicht auf, es werden ja auch noch Stichproben geprüft. Ja, wie der Teufel so will, es fiel natürlich auf und dann hatten wir ein Problem. Die haben das ein paar Wochen vorher schon gemerkt, hätten die mit offenen Karten gespielt, hätte man gucken können, wie man eine Lösung findet. Um nur so ein Beispiel zu nennen. Das heißt, wenn was auffällt, wenn es irgendwo knirscht oder irgendwelche Probleme sind, gerne auf uns zukommen, die Sachen ansprechen, dann kann man damit arbeiten, dann kann man Lösungen finden. Das gilt sowohl für uns als auch für die Auditoren. Ich denke, da kann ich für unsere Auditoren sprechen. Halten Sie die Kommunikation da aufrecht, nur wenn man über Anliegen spricht, kann man Lösungen herbeiführen. Anderer Punkt, der durchaus hier und da auch schon mal vorkommt, ist halt ein unvollständiger Untersuchungsgegenstand. Wir sind halt schon so ein bisschen bemüht, ich nenne es immer so, der Informationsverbund muss abgeschlossen sein. Um ein Beispiel zu bringen, wenn mein Informationsverbund den Betrieb von irgendeiner Fachanwendung, zum Beispiel so eine Projektdatenbank beinhaltet, dann gehört zum Betrieb, für unser Verständnis auch immer, ja, Betrieb heißt, das Ding muss irgendwo auch administriert werden. Admins brauchen irgendwelche Clients, also Admin-Clients, das heißt Betrieb von irgendwas und ich habe irgendwie gar keine Clients in den Informationsverbund, dann sagen wir so, nee Leute, das geht nicht, das gehört halt schon irgendwie dazu. Ich muss nicht alles, meine ganze Firma, Institution in den Informationsverbund aufnehmen, aber das, was zu den Geschäftsprozessen dazugehört, was ich dafür benötige und unserer Meinung nach gehört zu dem Betrieb von irgendwas, dass ich das Ding administrieren kann, dass ich das den Betrieb sicherstellen kann, dann muss es halt mit aufgenommen werden. Ein anderer Punkt ist halt nicht umgesetzte Muss-Teilanforderungen. Die Muss-Teilanforderungen, die sind halt uneingeschränkt, die sind auch nicht über Risikoübernahmen zu tragen. Das heißt, die muss ich für eine Zertifizierung umgesetzt haben. Wenn nicht, sollte ich nicht die Zertifizierung versuchen oder halt die Folie davor vielleicht mal vor Kontakt mit dem BSI aufnehmen und vielleicht nochmal vergewissern oder schauen, was da passiert. Das dazu. Jetzt nochmal zum Abschluss von dem ganzen Vortrag. Okay, warum soll ich mir jetzt zertifizieren lassen? Was kann mir das bringen? Ja, zum einen natürlich, und das ist auch so ein bisschen so eine Art Mindset, der Auditor ist ja nicht der Böse, der zu mir kommt und mir sagt, was ich falsch mache. Ich kann es vielleicht so wahrnehmen, aber ist er nicht vielleicht eher der mir sagt, das machst du gut, hier hast du noch Verbesserungspotenzial, hier kannst du dich verbessern. Das heißt, es ist unser Freund. Und
wenn ich mich zertifizieren lasse, habe ich halt von einer unabhängigen Stelle, A, dem Auditor und B, das BSI, was da auch noch drüber geguckt hat, ein Zertifikat, was in der Hand, wo ich sagen kann, so hier, jemand externes Drittes hat mir bestätigt, ich mache hier was richtig. Das kann man, also wir kennen einige Institutionen, die das wirklich auch intern nutzen, so für interne Mitarbeitermotivation, die sagen so hier, ne, ich glaube, man muss keinen sagen, dass so eine Zertifizierung anstrengend ist, diese Audit-Sessions, Grundschutz umsetzen. Wenn man dann sagen kann, hier, der ganze Aufwand hat sich gelohnt, wir haben hier wieder das Zertifikat bekommen, das kann man auch dafür nutzen. Der nächste Punkt, der ist so ein bisschen, das wurde uns in der Tat von Anwendern gespiegelt, kann man drüber streiten. Ich will es auch nicht überstrapazieren, aber wenn ich Grundschutz über eine längere Zeit anwende, damit natürlich irgendwo in dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess drin bin und die Auditoren geben da bei ihrem jährlichen Audit durchaus auch immer Hinweise, was man besser machen kann, hier und da, dann werden die Prozesse immer effektiver, was dann durchaus dazu führt oder führen kann, dass effiziente Prozesse weniger Kosten verursachen, weil alles geschmeidiger läuft. Dann natürlich so ein Zertifikat, was ja auch öffentlich ist, das kann ich auch bei meinen Geschäftspartnern dafür sorgen, dass sie sagen, hier super, ich sehe, du hast Bemühungen für Informationssicherheit, du hast dich zertifizieren lassen, das BSI hat das geprüft, das ist super, das kann erhöhte Akzeptanz fördern. Ich behalte so eine Identifikation mit den erreichten Zielen, das ist das, was ich eben schon sagte. Das andere, und das ist auch so ein bisschen der Unterschied vielleicht auch zu ISO Native, weil der Grundschutz ja so ein Standardsicherheitsniveau einzieht, habe ich halt wirklich auch einen Nachweis über dieses Sicherheitsniveau, weiß auch, dass andere, die dieses Zertifikat auch haben, das quasi auch erreicht haben. Und damit habe ich natürlich irgendwo auch eine erhöhte Aussagekraft darüber, was ich erreicht habe. Wenn ich jetzt ein ISO Native Zertifikat nehme, weiß ich ja gar nicht, was da, ne, da gibt es kein Mindestniveau. Ich weiß nicht, ob derjenige die Messlatte eher höher oder niedriger gelegt hat. Das ist beim IT-Grundzertifikat anders. Das heißt, wenn Sie sehen, okay, da hat eine Institution ein Zertifikat, dann wissen Sie, was drinsteckt, als auch umgekehrt. Und das ist natürlich eher, also gerade im Rahmen der Zusammenarbeit der Kooperation, schon eine sehr starke erhöhte Aussagekraft, die man hier nutzen kann. Und damit wäre ich mit meinem Part auch schon am Ende. Ja, vielen Dank dafür. Just in time fast. Das ist halt das super spannende Thema und da könnten wir jetzt eigentlich noch eine halbe Stunde verbringen, wie das immer so ist mit der Agenda. Und Sie haben bestimmt viele Fragen. Grundsätzlich on- und offline nochmal den Hinweis sozusagen, schreiben Sie dem BSI sehr gerne auch. Sie können auch uns schreiben, Sie können dem BSI schreiben, bitte tun Sie das. Auf den entsprechenden Seiten gibt es die Kontaktadressen dazu. Aber dennoch eine Frage, die auch online kam, wahrscheinlich hier auch in den Köpfen von einigen unterwegs ist, zulassen. Und zwar die berühmte Frage, was mache ich, wenn ich eine Basisabsicherung, eine Basisanforderung nicht umsetzen kann? Die wird ja immer wieder gestellt, weil das natürlich eben ja ein Muss ist, haben wir gerade gehört. Und da gibt es ja immer so diese allgemeine Frage, was mache ich jetzt, wenn ich die nicht umsetzen kann? Oder kann ich, wenn ich eine übrig habe, was mache ich denn? Kriege ich dann kein Zertifikat? Vielleicht ein paar Worte dazu, ja, wie wir auch damit umgehen. Weil High Solutions unterstützt die Kollegen ja auch in diesem Prozess der Bewertung von Auditberichten. Genau. Es ist im Prinzip, man muss dann, es ist eine Einzelfallentscheidung. Also was man sagen kann, es kommt schon mal vor, dass jemand eine Basisanforderung nicht umsetzen möchte. Aber es geht ja nicht um möchte, sondern es ist ein Muss, es hat so geschehen. Diese Fälle klammern wir mal aus. Der Fall, wo ich das halt aus Gründen nicht umsetzen kann, dann muss man wirklich gucken, was sind die Gründe. Das sollten jetzt nicht unbedingt wirtschaftliche Gründe sein, weil die scheiden eigentlich auch aus. Aber es kann ja durchaus Gründe geben, dass bestimmte Sachen bei mir nicht funktionieren. Oder beziehungsweise, das wäre dann der günstige Fall, dass dieses Risiko, was mit dieser Basisanforderung adressiert wird, dass es bei mir aus irgendwelchen Gründen nicht auftaucht. Also ein Beispiel, das ich hier und da schon mal bringe. Wir hatten mal die Diskussion, das ging um ein Chemiewerk, so eine Messleitwarte, wo halt diese Industrieanlagen überwacht wurden. Und die hatten dann Monitor, und damit meine ich wirklich diese
Dinger, die auch da unten stehen. Da wurden Messwerte angezeigt. Klar, diese Monitore, da hingen irgendwelche Clients dran. Und in dem Clients haben wir so hier, ihr müsst als Basisanforderung, ihr müsst eine Bildschirmsperre haben, dass sich der Bildschirm nach irgendwie einer gewissen Zeit sperrt. Da meinten die, ist für uns jetzt blöd. Das Ding ist ein Monitor, das muss Werte angezeigt werden. Und dann haben wir gedacht, wie gehen wir jetzt damit um? Weil im Prinzip erfüllen wir die Basisanforderungen. Ich so, ja, stimmt. Aber jetzt kann man quasi zwei Argumentationen auftun. Zum einen ist das jetzt so ein gewöhnlicher Client, wie wir ihn sehen. Da kann man drüber diskutieren, wahrscheinlich nicht. Das andere war dann, haben wir gefragt, okay, wer kann bei euch alles auf diese Leitwarte? Ja, die beiden Ingenieure, die da Schicht haben. Kommt da jeder ran? Nee, ist hier mit Keycard und PIN und geschützter Bereich so. Das heißt, ihr habt das Ziel dieser Anforderung, dass da nicht jeder an diesen Client kann, was rumbasteln kann, quasi an die Peripherie, an die Tür gelegt. Und so kann man dann durchaus sagen, okay, ne, was ist das Risiko? Tritt das in diesem Fall auf und dann kann man darüber reden. Und deswegen ist dann in der Tat so eine Einzelfallentscheidung, wie damit umzugehen ist. Also diese Fälle, ich möchte was nicht erfüllen, die sehen wir nicht so gerne. Wenn es valide Gründe gibt, kann man in der Tat darüber diskutieren. Und damit meine ich nicht wegdiskutieren, sondern gucken, okay, das Risiko tritt bei mir vielleicht gar nicht auf. Oder vielleicht adressiert die Anforderung oder gibt die Anforderung, manche Anforderungen gehen schon stark in eine Maßnahme rein. Ich habe aber vielleicht eine andere Maßnahme getroffen. Dann kann man das natürlich auch lösen, aber da idealerweise genau kommen Sie auf uns zu und dann müssten wir es im Einzelfall erklären. Genau, vielen Dank.